Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde Night of the Dead Alpha 2. Spielen wir die neue Version. Da soll sich eine ganze Menge geändert haben und das wollen wir uns angucken. Wir haben gestern neu gestartet, wurden in diese Welt geworfen, ausgespuckt und sind jetzt an unserem bisher neu aufgebauten Fallenkomplex, nenne ich es mal, ist es noch nicht, ist noch eine einfache Geschichte. Und es ist noch ein bisschen Zeit, die wollen wir nutzen. Das nächste, was wir bauen müssen, um weitere Fallen bauen zu können, ist die Fallenmaschine. Und für die Fallenmaschine brauchen wir eine ganze Menge Material. Huch, wo war es? Hier ist es. Lass uns gleich mal gucken. Wir sollen ein Zahnrad, das könnten wir bauen, wenn wir Eisenbahn hätten. Und Eisenbahn können wir hier drüben schon herstellen. Das heißt, ich brauche zwei Eisenbahnen. Warum eigentlich zwei? Achso, weil wir aus zwei Eisenbahnen ein Zahnrad herstellen. Und dann haben wir schon das erste für die Fallenmaschine. Dann brauche ich einen weiteren Eisenbahn und drei Kupferdraht. Drei Kupferdraht hatten wir gestern schon mal geguckt. Das wird das größte Problem sein, also eine Eisenbahn. Und Kupferdraht können wir hier herstellen. Ein Kupferdraht aus einem Eisenbahn oder Kupferbahn, so rum, Kupferbahn. Und, oh guck mal, was gibt es denn hier für neue Barren? Aluminium, Titan, Duralumin, okay. Titan, Gold, Magnesium und Gold. Und Titan-Legierungsbahn. Interessant, was man da noch alles hat. Wahnsinn. Gummiharz, das ist auch neu. Gelber Pilz, ja gut. Also, Kupferbahn. Können wir einen herstellen und daraus könnte man dann einen Kupferdraht machen. Bedeutet aber immer noch, dass wir zwei Kupferdraht brauchen. Und jetzt könnten wir natürlich irgendwie versuchen, da vorne an der Zivilisation irgendwie Autos oder sowas zu looten, aber ich weiß nicht, ob dort die nächsten Zombies sind. Die Alternative ist, dass wir versuchen, Eisenerzhaufen zu finden, den wir mit der Spitzhacke abbauen können. Da weiß ich dann allerdings nicht. Da ist es Glückssache, ob wir einen Kupfererz mitfinden. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt so auf die Schnelle schaffen. Wir müssen die Zeit im Auge behalten, dass wir dann einfach rechtzeitig zurück an der Basis sind. Das war ein Steinhaufen übrigens, das war kein Eisen. Was ist das dort vorne? Ist das auch Stein? Das Dümmste, was passieren könnte, ist, dass ein Bär kommt. Ja, jetzt hast du dich zur Seite gedreht, ich weiß. Okay, das war auch alles Stein. Ist natürlich auch wenig, ne? Das sieht auch aus wie Stein. Nein, nehmen es trotzdem mit, wenn wir schon mal hier sind. Früher oder später werden wir es alles brauchen. Ja, war Stein. Das ist Eisen. Na, da funktioniert das mit dem Licht nicht so richtig. Achso, hackst du jetzt erstmal den Busch nebenbei mit weg. Also mit den Werkzeugen muss ich tatsächlich aufpassen. Die nutzen sich ab. Dann muss ich dann mal rauskriegen, wie man die reparieren kann. Oder ob man die jedes Mal neu bauen muss. So, jetzt hat er Eisen, Eisenerz. Okay. Ja, jetzt am Anfang machen wir das nochmal mit zusammen. Dieses ganze Material besorgen. Dann machen wir heute zusammen die erste Nacht. Und morgen schauen wir dann, wie es weitergeht. Da werden wir dann auch sehen, dass ich in Zukunft das Material vorab besorge. Oh, jetzt sehen wir nichts mehr.
Speicherspalte, das war auch Stein. Ja, Stein. Kriegen wir jetzt Kupfer her. Da unten ist mein Feuer. Hier ist ein Reh. Und hier haben wir zumindest Eisen. Ne, du sollst immer schön aufs Eisen hauen, nicht in die Erde. Gut. Kupfererz, ein Stück und ein Schwefel. Naja, da brauchen wir doch nur noch kaum etwas. Da unten geht's, ist dort Eisen. Der Klotz vielleicht. Ah ne, das ist kein Klotz, das ist ein Busch. Dann bleiben wir hier oben. Stein. Stein wollen wir jetzt nie. Gib mir Eisen. Hier ist Eisen. Stunde 23, okay, jetzt müssen wir langsam aufpassen. Kupfererz, da haben wir es. Unsere einzige Waffe, die wir zurzeit haben, ist ein Messer. Und jetzt liegen plötzlich hier, ne, das sind Steine, oder? Ja. Direkt an der Basis, ne, das ist halt natürliche Ressourcen respawnen. Zwei Kupferbahnen und zwei Kupferdraht. Hat er das jetzt gemacht? Kann man gleich wissen. Na, da fehlt noch eins. Jetzt können wir die Fallenmaschine herstellen. Schau mal einer an. Und jetzt sagt er uns, dass wir... Oh, du bist zu früh. Gott. Haben wir eigentlich unsere Tierfalle hingestellt? Weiß das noch jemand hier? Hat er schon ausgelöst? Nö. Ein Pusher, den soll das letzte Mal, sollten wir den auch bauen. Nur finde ich persönlich den Pusher nicht so prickelnd. Wobei ich tatsächlich eine Idee habe, wie man den Pusher ganz wirkungsvoll einsetzen könnte. Das ist dieses Ding. Ich kann zurzeit gar keine Falle bauen. Wenn man zwei Pusher so hinstellt, dass der Pusher auslöst, den Zombie darüber drückt und dann gegenüber der andere Pusche steht und den Zombie wieder zurückdrückt, dass die sozusagen immer schön im Wechsel hin rechts, links, bis der Zombie tot ist. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das würde ich gerne mal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Da muss ich mir aber noch überlegen, wie ich dann die Falle aufbaue und dass das überhaupt funktionieren kann. Und ich weiß nicht, ob man es so nah zusammenstellen kann oder ob der Abstand so groß sein muss, dass es am Ende gar nicht funktioniert, dass dann der Zombie in einem Bereich steht, wo er nicht auslöst. Jetzt wäre es eigentlich ganz praktisch, so eine Falle, noch ein Schneidwerkzeug zu haben. Jetzt habe ich Schluck auf, Entschuldigung, falls man das hört. Oder was auch ganz gut ist, der Schredder, der hat auch immer ganz gut funktioniert. Da bräuchte ich 3 Nägel, 5 Seile und 5 Holz. 3 Nägel. Gehen wir hier hin. 3 Nägel kriegen wir zusammen. 3 Holz, 5 Holz, 5 Holz. Und 5 Seile. Da müssen wir gucken, ob wir die zusammenkriegen. 5 Seile, 5 Stoff kriegt man nie zusammen. Okay. Und wenn wir noch so ein Ding bauen wollten, brauchen wir auch 5 Seile. Und für den Schleifer brauchen wir auch 5 Seile. Okay, wir bräuchten für alles 5 Seile. Das ist gerade nie so witzig.
Was braucht man für das Pendel? Bräuchte man sogar 10 Seile. Ja, das kriegen wir jetzt nicht zusammen. Da habe ich zu viel Schiss, dass jetzt gleich die Welle losgeht. Ich habe leider auch nicht allzu viele Pfeile. Viele Pfeile könntest du noch bauen. Das war ein bisschen mit Pfeil und Bogen unterstützen. Wo sind deine Pfeile? Dort 5 hast du. Das wären jetzt 10, 15, 20, 25, 30. Wie weit kommen wir mit 30 Pfeilen? Weiß ich nicht. Achso, wo hast du denn deinen Bogen? Den hast du ja gar nicht im Schnellzugriff. Legen wir mal dorthin. Was du schnell brauchen wirst, ist die 4, damit du dann mit der 4 reparieren kannst mit dem Hammer. Das haben wir gelernt. Wir brauchen zum Reparieren den Hammer. Hier zum Upgrade brauchen wir dann Motor. Ja, das ist halt dann die Elektrifizierung. Pendelfalle stößt Zombies weg. Ja, also im Prinzip ist ja da Schredder. Ah, das ist also diese Klinge, die ist natürlich zu wenig. Und dann das Pendel, was die Zombies runterhaut, sodass sie nochmal durch die Falle müssen. Und jetzt hat die Welle begonnen. Jetzt müsste man noch wieder die Trommeln hören. Wir horchen mal. Ich kann es nicht so richtig hören. Doch. Relativ leise. Ich hatte an der Einstellung jetzt nichts geändert. Wir werden uns dann auch später wieder Fackeln bauen, sodass wir das ein bisschen ausgeleuchtet haben, das Gelände. Weil man doch relativ wenig sieht, nur wenn ich das Licht ausmache, dann ist das hier so eine graue Masse. Obwohl ich den Gamma-Wert schon relativ hoch gestellt habe, damit man überhaupt was sieht. Denn dann zum Zuschauen ist es ja überhaupt nie attraktiv, wenn man dann hier nur so ein dunkles Loch vor sich hat. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir jetzt am Anfang, wenn sie durchrennen, dann muss ich mit dem Messer aktiv werden. Mal gucken, von wo sie überhaupt kommen und wie viele. Von dort erwarte ich sie nicht. Ich erwarte sie eigentlich schon von dort vorne. Wusch. Kommst du hier hoch? Nee, du gehst wieder vor. Okay, dann nochmal vor in die Falle. Ein Schnitt. Naja, jetzt werden es ein paar mehr. Und da ist er weg. Mit einem Streich, sehr schön. Okay, der ist durchgekommen. Der geht zurück, okay. Dafür kann ich jetzt natürlich nichts, wenn er zurückgeht. Da kriegen wir Forschungsmaterialien. Das war auch schön, einer rechts, einer links. Jetzt, guck dir das an, was da vorne los ist. Das Pendel hatte 30 Auslösungen, das da vorne hatte 100 Auslösungen. Und wieso kann denn jetzt schon einer spucken? In der ersten Welle kommt schon einer, der spuckt. Sehr unangenehm. Igitt. Da gib mir mal den Pfeil und Bogen. Hast du nie was zum Essen? Ein Ei? Du solltest mir eigentlich Pfeil und Bogen geben. Nee, dann. Wieso konntest. Nee, ich will damit keinen Spawnpunkt setzen. Ich will das aufsammeln hier. Na dann halt nie, machen wir später. Dann gucken wir mal, wie viel haben wir hier. Wieso kann ich denn das nicht auch erneut laden jetzt? Dann muss ich nämlich mal gucken, dass ich davor gehe und gucke. Ah, nimm mal weg. Wie ist das Pendel? Die konnte ich jetzt nie sehen.
Hab's nicht geschafft. 66 Auslösungen. Gut, brauchen wir es noch nicht nachladen. So, aber trotzdem, wieso bringt denn das Ei? Ist doch eigentlich, bringt doch Leben. Ja, jetzt, okay, jetzt wird das auch. Was ist denn das? Eine Orange bringt 5 Leben. Sehr gut. Gut, also für die erste Nacht doch relativ entspannt. Jetzt hast du eine ganze Menge Forschung gefunden, das ist gut. Erfahrungspunkte kriege ich wahrscheinlich jetzt immer noch nie, dafür, dass die Fallen die ganze Arbeit machen. Aber besser so als 100 Mal zu sterben. Blub, da war er weg. Ja, da unten kannst du schreien, wie du willst, das hilft dir nichts. Aber es ist auf jeden Fall noch so, dass er versuchen zu mir zu kommen, das heißt, meine Basis lassen sie in Ruhe. Da hinten die Werkbänke, na, da vergreift sich niemand dran. Und da ist das schon so in Ordnung. Hey. Oh, die hat sich aber ganz schön battlen lassen, bis sie gestorben ist. Wieso hat jetzt die Falle da hinten nie ausgelöst? Die müsste doch noch Auslösungen haben, 53. Ach, die kann ich auch laden, wenn ich kein Werkzeug in der Hand habe. Das ist schon mal gut. Guck mal, jetzt haben wir auch schön Stoff gekriegt, das heißt, wir können noch Seile bauen. Ja. Jetzt haben wir auch ein Level Up gekriegt. Das würde ich auch gleich mal. Ja, na klar. Wieso lösen die Fallen jetzt nicht mehr aus? Wieso rennen die jetzt durch? Oh, das Pendel ist alle. Und kaum hat man es nachgeladen, löst es auch aus. Dass jetzt trotzdem einer durchgerannt ist, ist nicht schön. Schön. Oh, guck mal, da hat was Gestreiftes an. Ist der neu? An so einen kann ich mich näher erinnern. Ja, die haben irgendwie eine ganze Menge neuer Zombies auch dazu gebracht und die tauchen auch in der Welle auf. So, jetzt musst du mal ein bisschen aufpassen, dass du vielleicht es zwischendurch schaffst, noch mal was zu essen. Bevor dann die Abschlusswelle hereinbricht. Sieht es jetzt hier vorne aus mit Laden. Ja, das Pendel musst du dann nämlich auch mal wieder laden. Wie viel hast du noch? 7 Auslösungen. 6.
So. Ah, lieber einmal zu viel geladen als einmal zu wenig. Das mit dem Pfeil und Bogen, warum das jetzt nicht funktioniert hatte, muss ich mir dann mal angucken. Da muss ich möglicherweise erst noch die Pfeile zuordnen. 85 Auslösungen sollte reichen. Ja, und eine ganze Menge Forschung. Guck dir das an. Haben wir schon 109 Forschungen. Was ist denn hier? Kräuter. Okay. Kirsche. Jetzt scheint die letzte Welle loszugehen. Oh, das ist aber ein ganz großer. Hey, wieso? Pendel, mach mal deine Arbeit. Und... Oh Mist. Oh, guck mal, der hat sogar was Großes verloren. Das ist schön. Das ist schon die Abschlusswelle, ne? Wir haben Stunde 2. Ja, dieser Schnetzler hier vorne, der macht gute Arbeit. Schneidwerkzeug heißt es. Und auch das Pendel macht gute Arbeit. Rohr haben wir gekriegt. Rohr ist auch ein neues Item, das kenne ich so noch nicht. Ach so, eine Waffe ist das. Wir sind durch, oder? Und wir leben noch. Wir haben die erste Nacht überlebt. Erste Arbeit, Pendel laden. Das könnte ich jetzt auch schon neu laden. 62 Auslösungen. Meine Güte, das kostet mich einen Ast. Einen Ast haben wir doch dann auch relativ schnell wieder zusammen. Stoff haben wir gekriegt. Das heißt, wir können Seile machen. Haben wir Seile auch gekriegt. Und hier haben wir ein Rohr. Widerstandsspule haben wir schon 3 Stück. Aber nur, wenn wir es ausgerüstet haben. In dem Moment, wo wir es in der Hand haben als Waffe, richtig? Jetzt haben wir 3 Stück, okay. Da wird sich nie viel geändert haben, denke ich, an dem Thema Spulen. Und wir probieren es aber gleich mal aus, wenn ich es aus der Hand nehme. Ist es weg, okay. Gut, damit könnte man sich arrangieren, dass man immer, wenn man dann gegen Zombies kämpft, auch einen entsprechenden Vorteil hat. Das gab es bisher nicht, oder kann ich mich zumindest nicht dran erinnern, hatte ich zumindest nicht den Fall, dass die Waffen auch Spulenplätze hatten. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich die Pfeile... Ne, jetzt habe ich meinen Bogen nicht mehr ausgerüstet. Munition für Bogen. Jetzt nehmen wir den Bogen. Okay, dann habe ich es bloß falsch gemacht. Alles klar. Kannst du wieder wegräumen. Gut, was haben sie denn sonst noch? Gib mir mal den Hammer. 99%, 98%, 99%, 100%, 100%, 100%. Gut,
Also, ach so, hier unten liegt auch noch Haufen Zeug rum. Ja, also überschaubar. Keinen großen Schaden gemacht. Ja, auch. Gut, also ich bin guter Dinge. Die erste Nacht ist überstanden. Räum das wieder weg. Und wir können uns jetzt vorbereiten. Wir haben jetzt das Rohr als Waffe, können uns damit also auch gegen Zombies vielleicht besser verteidigen als mit einem Messer. Was hatte das Messer? Ne, müssen wir hier oben gucken. Das ist 20 Schaden. 25 Schaden. Alles klar. Und wie gesagt, das müssen wir dann rausfinden, wie wir reparieren können. Ansonsten müssen wir es halt immer wieder neu bauen. Die Sachen können wir ja bauen. Das Rohr können wir natürlich im Zweifel nicht selber neu bauen. Aber ich denke, es wird irgendwas geben zum Reparieren. Ach ja. Reparieren. Ein Reparatursatz für Ausrüstung. Okay, wo können wir den bauen? Herstellung, Ausrüstungsfertigungstisch. Das gucken wir uns dann mal an. Und was ist das? Okay. Ausrüstung. Wo bin ich denn jetzt? Wo ist denn meine Basis? Dreimal im Kreis gedreht, schon wenn man nicht mehr wohnen ist. Oh, noch was. Da stand alles nehmen. Das heißt, es muss auch noch was in der Nähe sein. Kleiner Stein, okay, damit kann ich leben, wenn wir den nicht aufsammeln. Ausrüstungsbank, Reparatursatz für Ausrüstung, braucht Plastik und Stoff. Auch gut zu wissen. Holzschild, ist das neu? Dann müsste man ja da noch blocken können. Schlagring. Rüstung, Lederrüstung, was braucht man dafür? Bearbeitetes Leder, Überraschung. Und hier hinten die Verbesserungen. Wenn wir das verbessern wollen, brauchen wir Fuchspelz, Kaninchenpelz und Knochen. Fuchspelz, das war früher auch einfacher zu machen. Fischgräte, ja, alles klar. Ach, und hier kann man uns. Ach ne, zum Reparieren ist das. Ne, zum Aufrüsten. Kaninchenpelz und Fuchspelz, das ging, glaube ich, zuletzt in der Alpha noch auch noch einfacher. Aber das sind halt so ein paar Balancing-Sachen, was ich. Habe ich jetzt selber geraschelt? Ja. So ein paar Balancing-Sachen, was sie geschrieben haben. Um, offensichtlich, dann braucht man halt verschiedene Pelze. So, jetzt will ich eigentlich keinen Pusher bauen, aber ich kann den ja bauen und wieder abreißen, ne? Ein Nagel, sechs Seile. Musst du doch noch die richtige Werkbank finden. Uah. Ich hätte mich mal reparieren sollen. Hast du jetzt so lange noch nachgeröchelt? Was haben wir denn an Reparatur? Gekochtes Ei. Energieriegel. Ja, da gehst du fast drauf, Schwefel, weil du das vergisst. Hat denn unsere Falle schon mal ausgelöst, dass wir da Fleisch haben? Oh, guck hier. Neu laden, da hat sich nichts dran geändert. Fleischstück, Knochen, Kaninchenpelz, sehr gut. Kleines geröstetes Fleisch. Naja, ich wollte das mal gucken. Das hat sich auch, glaube ich, nicht geändert. Pilze müssen wir dann ein paar sammeln. Da können wir uns wieder Pilze kochen. Dann stellen wir uns das her und dann können wir das nämlich auch essen. Ja, was soll's.
So, jetzt bin ich schon wieder komplett aus dem Konzept gegangen. Ich wollte mal gucken für den Pusher. Seile, 6 Seile wollte ich bauen. Und was war es noch? 4 Blätter. Gut, der ist nämlich ziemlich brachial groß. Und ich hatte ja gesagt, so die Idee wäre, wenn ich den drehen mal so gedreht, natürlich jetzt nicht hier drauf stelle, aber dann hier irgendwo ein Fundament hinbaue und genau gegenüber noch ein Fundament. Und dann lassen wir den einfach werkeln. Rechts, links, rechts, links. Das wäre so eine Traumvorstellung, wenn das funktionieren würde. Jetzt haben wir hier vorne, jetzt müssen wir nämlich schon anfangen, Fallen zu planen. Wie soll das später mal aussehen? Jetzt haben wir hier diesen Schnetzler, der hat 100 Auslösungen. Da brauche ich also vergleichsweise selten ran. Das Pendel, da muss ich ganz oft dran mit 30 Auslösungen. Und der Pusher, weiß das jemand? Steht das dabei? Nee, schade. Aber wie viele Auslösungen hatte der Pusher? Ich glaube, 100 waren es nicht. Und wenn das natürlich funktioniert mit dem rechts, links, dann sind die natürlich relativ schnell alle, ne? Ich müsste dazu ein Fundament bauen. Und zwar bin ich das selber? Sind das meine eigenen Schritte, die ich hier höre? Ich sehe gerade nicht so richtig, wo ich bin. Mal gucken, hat er das jetzt hingebaut? Richtig. Mach das mal weg. Das ist richtig. Und jetzt machen wir den hier weg. Du hast jetzt dein eigenes Fundament schon wieder klein. Mal sehen, wer er aufgibt. Der Busch oder das Fundament? 99%. Naja, alles gut. Und jetzt baue ich mal noch ein Fundament daneben. Eins runter. Dann könnte ich das mittlere Fundament wieder wegnehmen. Weil ich nicht weiß, ob der Pusher dann vielleicht sogar zu weit weg ist, ne? Nein! Ja, ich hab's gesehen, ich hab bloß nicht schnell genug reagiert. Zombies. So, komme ich jetzt überhaupt dahin? Gehen wir hier drauf. Gut, also was wollten wir machen? Wir wollten die Falle, den Pusher eventuell dort drauf setzen. Ja, dort drauf. Ne, auf das Fundament, da wo ich gerade jetzt nie hinkomme. Jetzt. Ah, siehst du, von unten kannst du es nämlich nie platzieren, ne? Gut, dann müsst ihr jetzt durch. Wir gehen morgen in der Folge dann auf Tour. Da gucken wir uns ein bisschen die Gegend an. Das macht natürlich jetzt in der Nacht auch überhaupt keinen Sinn. Deshalb können wir das auch ein bisschen die Zeit dafür nutzen. Und jetzt dreh es mal. Jetzt stehe ich im Weg, richtig? Habe ich das Fundament an die falsche Stelle gebaut? Ach, es ist manchmal total verrückt. Das kommt ja wieder weg, das Fundament. Das brauche ich jetzt bloß, dass ich hochgehen kann. So. Und wie viel der Versuch ist das jetzt? Stell es so hin, so. Wenn es jetzt so wäre.
Löst das dann aus? Oder muss das einen halben Aber halb kannst du es nie draufsetzen. Na gut, du könntest das einsnappen, ausmachen und das so hinsetzen. Stell es mal so hin. So, und jetzt war richtig gut, wenn man ein Zombie kommen würde. Löst du hier aus, ist die Frage. Oder bist du zu weit weg? Du bist zu weit weg, ne? Ja, du musst direkt ran. Also, nochmal. Ich hoffe, ich kriege jetzt wirklich alle Materialien wieder, sonst wäre es ein teurer Spaß gewesen. Oh ja, ich habe nie alles wieder gekriegt. Guckt mal. Ich kann jetzt keinen Pusher mehr bauen. Oh Gott, wie ist denn das mit den Fundamenten? Habe ich die jetzt auch immer schön? Stell jetzt auch bei jedem Fundament was eingebüßt. Falsche Taste. Nochmal ein neuer Versuch. Was braucht man? Ein Nagel, ein Seil und ein Brett. Ein Nagel, ein Seil und ein Brett. Gut, weiß ich jetzt Bescheid, darf ich nicht so großzügig sein. Gut, was hast du denn jetzt hier? Sieht ja komisch aus. Wo hast du denn das Fundament hingebaut? Macht nichts, wird seinen Zweck erfüllen. Die gehen hier hin und wusch, kriegen sie eine von der Seite mit dem Pusher. Ja, ist auch okay, oder? Jetzt müsste man wissen, ob man dann gegenüber noch einen Pusher stellen könnte. Das wäre natürlich auch gut, wenn von beiden Seiten gleichzeitig so wusch zusammen und aus die Maus. Ja, vielleicht habe ich den Pusher bisher unterschätzt, weil ich ihn auch in dem anderen Spiel nicht clever platziert habe. Da wusste ich allerdings auch noch nicht, was er macht, wie er funktioniert. Gut, jetzt wird so langsam Tag. Es ist Stunde 5. Was ist die nächste Aufgabe? Der Maschinentisch. Ne, geh mal hoch, falls ein Zombie kommt. So, den Maschinentisch, den können wir vielleicht noch zusammenbauen morgen. Und dann würden wir aber erstmal losgehen, uns den ersten Zombies stellen und versuchen zu looten, was zu looten geht. Wobei ich da vorher auch noch mal aufräumen muss. Da muss ich schauen, dass ich mir dann die erste Kiste baue. Nagel und Bretter, das können wir schon bauen. Bauen wir uns die erste Lagerkiste, sortieren das Material rein. Den Maschinentisch können wir schauen, ob wir den schon bauen. Und dann, wie gesagt, laufen wir los und looten schon das erste. Was wir morgen definitiv nicht machen, ist die Forschungseinrichtung untersuchen. Das heben wir uns noch ein bisschen auf. Jetzt müssen wir erstmal unsere Falle so weit bauen, dass auch die nächsten Nächte gesichert sind. Ja. Das ist der Plan. Und der Vorteil, wenn wir bauen, leveln wir natürlich nebenbei unseren Charakter auch ein bisschen mit auf. Gut, also dann, für heute verabschiede ich mich. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.